Die News heute mit Andy Serkis als Star Wars Bösewicht, dem Harry Potter Spin-off und Adolf Hitler als Kung-Fu-Kämpfer. Hallo und herzlich willkommen zur Filmfabrik. Heute mal wieder mit mir, dem Jonas. Alpa kann heute leider nicht die News machen, weil er ein Interview hat mit irgendeinem unbekannten Schauspieler. Dazu aber nächste Woche mehr. Und kommen wir zu den News. Disney hat seine Pläne für Tron 3, das Gerüchten zufolge Tron Ascension heißen soll, vorerst gestoppt. Ein vollgepacktes Programm und die eher mäßigen Einspielergebnisse des ersten Teils sowie von Tomorrowland aka A World Beyond könnten dafür ausschlaggebend gewesen sein. Der Film sollte wieder mit Olivia Wilde und Garrett Hedlund in den Hauptrollen besetzt werden. Gestern haben wir schon in unserem Der Herr der Ringe Close-Up erwähnt, dass Andy Serkis in Star Wars 7 mitspielen wird und dass es seine Stimme war, die man im ersten Teaser von Star Wars hören konnte. Und nun wurde auch endlich enthüllt, welche Rolle er spielen wird. Supreme Leader Snoke. Oder Snoke? Es ist noch nichts bekannt über seine Figur, aber er wird wahrscheinlich der Obermacker der First Order sein und somit Imperator Palpatine als Oberbösewicht beerben. Er könnte zudem eine Mentorfigur für Kylo Ren sein, den wir als Hauptwidersacher des neuen Star Wars Teils kennen. News gibt es auch für die Harry Potter Fans unter euch. Sirius Ronan und Dakota Fanning sprechen für eine Rolle in dem Harry Potter Spin-off Fantastische Wesen und wo sie zu finden sind vor. Es sind zwei Teile für 2018 und 2020 angesetzt und weitere mögliche Schauspielerinnen sind Kate Upton, Lily Simmons, Alison Saddle und Catherine Waterston. Der von David Sandberg kreierte und durch Crowdfunding finanzierte 80er-Jahre-Trash-Film Kung Fury gibt es jetzt kostenlos auf YouTube. In dem 30-minütigen Kurzfilm kämpft der Cop Kung Fury gegen den größten Kung-Fu-Kämpfer aller Zeiten, Adolf Hitler. Schaut ihn euch an, wenn ihr auf 80er-Jahre-Trash oder völlig überzogene Action steht. Und der Clip hat jetzt nach 4 Tagen fast schon 10 Millionen Views auf YouTube. Den Link habe ich euch in die Infobox gepackt und ach ja, David Hasselhoff spielt auch mit. Und zum Schluss wieder die Kurznews. 20th Century Fox plant ein Reboot zu dem 2003 mit Sean Connery in der Hauptrolle erschienenen Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Der amerikanische Rapper RZA wird nach The Man with the Iron Fists bei einem zweiten Film Regie führen. Der Film soll Coco heißen und 2016 mit der amerikanischen Rapperin Azalea Banks in die Kinos kommen. Regisseur Cary Fukunaga ist bei dem geplanten Remake für Stephen Kings Es wegen Budgetkürzungen ausgestiegen. Das Projekt steht nun auf wackeligen Beinen. San Andreas setzt sich mit 53,2 Millionen US-Dollar Wochenendeinspielergebnis, gefolgt von Pitch Perfect 2 und Tomorrowland, an die Spitze des Boxoffice. Die US-Serien Silicon Valley und The Americans sowie Seth Rogen bekommen einen Critics' Choice Television Award. Eine komplette Liste mit den Gewinnern findet ihr in der Infobox. Independence Day bekommt nach seinem Sequel, das 2016 erscheinen soll, vielleicht noch 2 weitere Sequels. Dies ging aus dem Vertrag zwischen William Fichtner und 20th Century Fox hervor. Ich hoffe, euch hat die Newsfolge gefallen und ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Hier unten kommt ihr zu den letzten News und zur letzten Folge Abgefuckt. Vergesst nicht, unsere neuen Social-Media-Kanäle zu abonnieren und guckt einen Film. Geht ins Kino.